Tada! Smeltery finished. Das passt zwar noch nicht viel rein. Das wird sich aber geben, weil wir bauen ja da noch ein paar Search Bricks. Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge vom Age of Engineering Let's Play. So, wir haben genug Gravel, Sand und Clay gefarmt für den Kraut. Der Kraut muss gedingst werden und gebrannt werden. Keine Ahnung wie viel. Aber wir machen uns mal noch ein paar mehr Öfen. Nein, wollte ich doch gar nicht. Verdammte Schande. So, Kraut. Und die kleinen Tiles. Kraut. Und hier das nochmal raus. Das wollte ich nämlich gar nicht. So. Ich mal. Spinz ein bisschen. So, Sand haben wir noch. Clay, jawoll. Ein Stack machen wir uns noch. Dann sollte es auf jeden Fall für die Smeltery reichen. So, Kraut. Gut. Mal hier ein bisschen aussortieren. So, warte, Moment. Ich wollte ja gucken, ob ich hier oben ein Feld gemacht hatte. Ich war nämlich der Meinung, ich habe hier oben irgendwo Wasser hin. Hier. So, das Akazienbäumchen hier fällen wir mal. Das wird glaube ich schon wieder Nacht. Ey, und es gibt's nicht wie viel. Du tötest 2 Schafe und 3 kommen wieder. Wir brauchen hier oben natürlich auch ein Feld. Und es wird wirklich schon wieder Nacht. Sollten wir auch mal braten, weil wir haben nichts mehr zu essen. So. Good morning, everybody. 4 Äpfel haben wir noch. Moment. Also, 64 Seeds haben wir. Reis haben wir. Canola. Was ist denn das? Canola. Kann man das essen? Nein. Using canola, you can make a simply jet effective power generation system from. Das ist irgendwie. Öl kann man daraus machen. Okay, brauchen wir jetzt nicht. Also Canola kann weg, Flax könnte man anbauen. Coffee Beans weg. Strings weg. Rotten Flesh. Dann wollen wir noch von. Noch eine Ho. Gut, und Äpfel.
So. Die Search Bricks, die brennen gerade. Ist da noch ein? Und da ist nur einer. Dachte gerade schon, wieso geht der Baum nicht weg? So, jetzt aber. Oh yeah, ein Würmchen. Die Würmchen sind cool. Die halten dir nämlich, egal wo du machst, wir können das gerade mal hier testen. So, wenn das Würmchen da drauf platziert ist, einfach rechtsklick, dann macht er dir ein Feld, ohne dass du Wasser brauchst. Und das ist recht nice. Da kommen jetzt aber gerade ein paar raus hier. Allerdings weiß ich noch nicht, wie man den richtig wegkriegt. So, wir machen erstmal hier 3, 4 und ein recht schön großes Feld. Und genau, ein bisschen Erde. Weil sonst muss ich da immer hochspringen auf das Feld und dann machen wir uns das natürlich kaputt. So. Das hier wird jetzt natürlich wieder zu normaler Erde, weil da ist kein Wurm mehr drauf. Und hier können wir jetzt mal Weizen anpflanzen. So viele Seeds haben, habe ich gar nicht gewusst. So, Flachs. Flachs. Dann machen wir hier noch ein bisschen Reis. Wir brauchen viel Essen und müssen auch dran denken, dass wir uns da versorgen. So, das sollte jetzt erstmal reichen. Dann gucken wir mal, was hier los ist mit den Search Bricks. Da haben wir noch ein paar. Da oben soll ja unser schöner Bungalow entstehen. Daher brauchen wir hier auch Platz. Bäumchen müssen weg. Lol, wenn man sneakt, dann kann ich den nicht erreichen. So, jetzt noch mal guck mal, sneaken geht nicht, aber wenn ich nicht sneake, dann geht's. Das ist ja sneaky. So, ein bisschen Platz haben wir gemacht, weil wir müssen uns auch schon mal überlegen, wo wir denn die Smeltery hinpacken. Haben wir noch eine Schaufel? Ja, natürlich. Ich würde jetzt mal sagen, irgendwo in die Ecke. Baustil. Glaube ich so landhausmäßig mit Holz und Wolle eventuell. Wir müssen auch schauen, wo wir Lava finden. Da müssen wir uns mal runterbuddeln.
Aber natürlich in der Farmwelt. So, dann hauen wir die Akazie hier auch noch gleich weg. Das gibt Platz. So, Search Tricks sind soweit durch. Dann können wir hier jetzt anfangen mit unserer, ach, wie heißt's denn? Tinker. Oh, gibt's da viele Sachen? Ich will aber eigentlich nur den Ofen haben. So, wir brauchen Faucet. Das hier, den Bassin. Den Controller. Ne, Tank-Controller brauchen wir nicht. Den normalen Controller brauchen wir. Ein Glas brauchen wir. Und Bricks. Okay. Also wir machen mal zwei Faucet. Warum schiebt er das immer gleich so komisch weg? Das verstehe ich noch nicht. Dann brauchen wir ein. Wenn ich so mache. Ne, jetzt diesmal nicht. Okay. Dann ein Casting Table. Heißt das so? Yay. Den Controller. Dann den Tank können wir noch nicht machen, weil wir noch kein Glas haben. Bricks. So, das ist cool, dass der Ofen da daneben passt. Okay, jetzt haben wir einen Tank. Controller, die Faucet, die Bricks. Ich glaube, das war's sogar schon. Gut, und dann Plätzchen suchen. Und natürlich wieder Schafe hier. Ah, das könnten wir auch mal machen. Essen braten. Warmmatten. Und mal wieder schlafen. Ey, was wir in diesem Spiel schlafen gerade schon zu Beginn ist übelst viel. Wir haben halt auch noch keine Behausung. Und jetzt mache ich den Baum hier noch schnell weg. Und dann können wir die Smeltery aufbauen. So, die Smeltery bauen wir. So. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon Ground Level sein soll oder nicht. Ist egal. Machen wir zwei Plätze für die Wand. Ein Platz, um drum herum zu gehen. Das heißt hier. Moment. Da nicht.
5 mal 5. 3, 4, 5. So, Tank in die Mitte. Oh ne, wir brauchen das Drain noch. Smeltery Drain. Und wir haben alle Search Brick verbaut. Aber wir können uns noch welche machen. So, so und Gravel. Jetzt warte mal, machen wir hier gleich noch ein ganzes Deck. Weil wir werden sowieso später, nehme ich mal an, noch ein bisschen Zeug von dem brauchen. So. Habe ich nämlich glatt vergessen. Die Drain. Achso, nee. Ein Tank, der muss schon oben sein. Aber vielleicht an der Seite. Den Controller hauen wir zwischen rein. Hier, den Casting Table da. Oh, das passt ja doch. Zwei Drains. Ups. Ja, genau, zwei Drains brauchen wir. Und dann ist die Smeltery fertig. Tada! Smeltery finished. Es passt zwar noch nicht viel rein. Das wird sich aber geben, weil wir bauen ja da noch ein paar Search Bricks. Und das die Kohle mal verteilen. Ja. Wenn die fertig sind, dann gehen wir hier noch ein bisschen nach oben. Und dann müssen wir die Drains noch eins hochsetzen, fällt mir gerade ein, weil wir hier Bodenlevel sind. Dann müssen die höher. Muss alles höher. So, auf die Höhe muss das. Dann können wir nämlich den Tank doch in die auch noch auf die Seite machen. Was war denn da? Sah gerade aus, als würde dann Enderlily liegen. Ich habe keine Kohle mehr. Warte mal. Burntime 300, Burntime 300. Dann brennen wir lieber Holz. So, gut. Also der kommt dahin. Der Tisch hier. Die Drain da. Nicht da. Hier, Render, Faucet, passt jetzt nicht hier hin. Und das so. So, das ist unsere Smeltery. Die ist jetzt nicht ganz fertig. Das können wir aber locker in der nächsten Folge voll schaffen. Ich hoffe mal, die
die Search Bricks reichen, die wir da noch drin haben. Und dann machen wir uns vielleicht das nächste Mal auch noch dran, gleich ein bisschen was am Haus zu bauen. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Für den Moment war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst irgendwas da. Like, Kommentar, Abo. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.